In Jerusalem wurde gefeiert, ein wirklich fröhliches Fest. Die Häuser waren mit Zweigen geschmückt und es wurde gesungen und getanzt. Von überall her waren Leute gekommen, um dabei zu sein. Die Freunde von Jesus feierten nicht mit. Sie wollten lieber allein sein. Wer traurig ist, hat keine Lust auf Feste. Und die Freunde waren traurig, sehr traurig, denn Jesus war nicht mehr bei ihnen. Er war zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Sie hatten genau gesehen, wie sich plötzlich eine Wolke vor ihn geschoben hatte und er verschwunden war. Sie waren nach Jerusalem zurückgegangen, und weil keiner von ihnen allein sein wollte, blieben sie in einem Haus zusammen. Dort war genug Platz für sie und noch mehr Freunde von Jesus. Auch Maria, die Mutter von Jesus, wohnte bei ihnen und seine Brüder. Sie beteten viel und sie sangen Lieder, die sie zusammen mit Jesus gesungen hatten. Und sie erzählten sich immer wieder, was sie mit Jesus alles erlebt hatten. Wisst ihr noch, wie der Mann, dem Jesus die Augen geheilt hat, singend umhergehüpft ist? Oder soll ich euch die Geschichte nochmal erzählen? Fragte einer der Freunde. Nicht nötig, sagten die anderen. Natürlich wissen wir das noch. So etwas vergisst man doch nicht. Aber das mit dem Brot, das nicht alle wurde und von dem so viele Leute satt wurden, das war für mich das Größte, meinte ein anderer. Und dann erinnerten sich die Freunde wieder daran, wie liebevoll Jesus mit ihnen allen umgegangen war. Aber was nun werden würde, wussten die Freunde nicht. Erzählt überall von mir, hatte Jesus ihnen gesagt. Aber wie sollte das gehen? Würden die Leute ihnen überhaupt zuhören? Dann hatte Jesus versprochen, ihnen Kraft zu schicken. Doch was für eine Kraft? Die Freunde wussten es nicht. Während sie so beieinander saßen, war plötzlich ein merkwürdiges Rauschen zu hören, wie von einem Wind, aber es war kein Wind zu spüren. Dann setzten sich kleine Flammen, die aussahen wie Feuer, auf ihre Köpfe. Aber die Freunde verbrannten sich nicht daran. Im Gegenteil, die Freunde fingen an zu singen. Alle Traurigkeit war weg. Die Freunde spürten, dass Jesus ihnen ganz nah war, obwohl sie ihn nicht sehen konnten. Das war also die Kraft, die er ihnen versprochen hatte. Mutig gingen sie nach draußen, wo viele Leute, die das seltsame Rauschen auch gehört hatten, schon auf sie warteten. Und dann begannen die Freunde von Jesus und seinem Vater im Himmel zu erzählen. Und wie merkwürdig, alle Zuhörer konnten verstehen, was sie sagten. Auch die, die weit her nach Jerusalem gekommen waren und eine fremde Sprache sprachen. »Die sind ja betrunken und reden dummes Zeug«, rief plötzlich jemand. »Nein«, rief Petrus, einer der Freunde, »wir sind nicht betrunken. Hier passiert genau das, was Gott versprochen hat. Er hat uns eine besondere Kraft geschickt. Deshalb können wir jetzt reden und ihr könnt uns verstehen.« Und dann erzählte Petrus von Jesus, Gottes Sohn, den Gott auf die Erde geschickt hatte, damit jeder, der will, sein Freund werden kann. Die Leute hörten gespannt zu und rückten immer näher an Petrus heran, damit sie auch jedes Wort hören konnten, was er sprach. Viele merkten bald, das stimmte, was Petrus sagte. »Petrus, ich will auch ein Freund von Jesus werden. Was muss ich da tun?« rief plötzlich einer der Zuhörer. »Hör auf das, was Jesus sagt. Lass ihn über dein Leben bestimmen und vertrau auf ihn«, erklärte Petrus. »Ja«, sagte der Mann, »das will ich tun. Ich will, dass Jesus mein Leben bestimmt.« »Ich will das auch«, rief ein anderer. »Ich auch«, riefen immer mehr Leute. Immer mehr Zuhörer entschlossen sich, Freunde von Jesus zu werden. Zum Schluss waren es mehr als 3000. Und um noch mehr über Jesus zu erfahren und wie man mit ihm leben kann, trafen sie sich jeden Tag mit Petrus und den anderen Freunden. Sie hörten zu, fragten nach, wenn sie etwas nicht verstanden hatten, und beteten zusammen. So entstand die erste Gemeinde. Viele nennen die Kraft, die die Freunde so mutig gemacht hat, Heiliger Geist. Das Pfingstfest wird gefeiert, um sich daran zu erinnern, dass Gott seinen Freunden den Heiligen Geist geschickt hat.